ja, über die Woche Urlaub habe ich ja einen LKW abgegeben. Aber bei uns ein neuer Fahrer. Ja, moin! Moin! Der Akku ist ja auch leer. Alter, Mann, ich habe ein Problem mit den Akkus. Die sind bei 20%, dann sind sie gleich leer. Dann muss ich erst mit Akkus aufladen. Ich wollte euch nur sagen, ich habe bin heute Morgen gut um kurz nach 8 Uhr angekommen in der Firma. Hat gut gepasst und dann erstmal alles vorbereitet, hab mal den Plan für die Woche so gehört, wie ich es schon gesagt habe. Die vierte Akkuladung. Vierte Akku, alle leer! Ey, das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Ich würde sagen, wir quatschen heute Abend nochmal. Wenn ich dann angekommen bin, ich guck mal, dass ich nebenbei mal die Akkus in habe. Ja, jetzt habe ich zumindest mal einen funktionierenden Akku. Der ist jedenfalls mal voll. Einer von vier. Ja. Aber wie ihr im Hintergrund schon seht, ja, habe ich diese Container oder Restcontainer drauf. Und ja, die gehen morgen früh nach Mönchengladbach. Ja, danach soll ich dann nach Osnabrück, soll da so Stahlträger laden. Aber ich glaube, wir gehen mal rein, das wird ein bisschen. Laut hier. Aber drinnen wird es nicht besser sein, weil ich habe nebenbei hab ich ein bisschen ein Spiel am Laufen. Ja, ich will ja keine Werbung machen, also verrate ich euch erst nicht, wie das Spiel heißt. Ja, und dementsprechend. Oh, ich kann hier nicht so hinstellen. Ja, safe. Ich muss meine Füße oder so machen. Ich habe irgendwie komplett nasse Klamotten. Wenn das den ganzen Tag geschifft hat, so macht man auch die Füße sauber. Ja, so ist das. So, Tür zu. Oh, diese Corona-Nachfolge. Nee, was wollte ich Ihnen erzählen? Was wollte ich Ihnen erzählen? Ja, und dann soll ich morgen, also noch nach Mönchengladbach, die zwei Container runterladen. Das ist jetzt ungefähr noch eine halbe Stunde von hier. Und dann ab nach Osnabrück. Dort soll ich Stahlträger laden für Binz oder sowas. Keine Ahnung, Binz, keine Ahnung. Das ist irgendwo da oben, überhalb von Berlin die Ecke. Würde ich jetzt mal so behaupten. Weil danach soll ich mich dann nach Torgelow, der eine oder andere kennt es vielleicht von unseren Zuschauern oder von den Kollegen, die da zuschauen. Und da soll ich mit einem anderen Kollegen zusammen Überbreite rausholen mit 5,90 Meter. Ist mal wieder was anderes, mal ein bisschen wieder was Größeres. Aber wenn ich dann so an Torgelow denke, wenn ich dann so an davor das Jahr denke. Das lief ja mal überhaupt nicht. Ja. Wo ja aus sogenannten zwei Nächten ja dann auf einmal vier Nächte geworden sind. Vier oder fünf Nächte? Plus ein Wochenende. Ja, aber dementsprechend, ja. Ist halt so. Und das soll ja von Torgelow soll das dann nach Zeitz gehen über zwei Nächte. 5,90 Meter haben wir die ganze Zeit Polizei dabei. Naja, ich erzähle sonst immer so viel und naja, wir lassen uns mal überraschen. Ja, knallt's da gleich? Und, ja. Ja. Ich habe keine Lust heute mehr. Ich mache jetzt Feierabend. Ist jetzt 17 Uhr. Das passt. Ich habe um 5 angefangen mit Fahren, also mit dem privaten. Nein, nicht privat, war ja nicht mal ein privater PKW, das war ja Leihwagen. Und dann geht's dann. Aber die Zeit muss man ja trotzdem nachtragen. Naja.
Feierabend für heute. Reicht. Thank you.
der wird nicht mal lange voll sein, der hat doch so einen Support. Naja, steckst du dich drinnen.
ist kurz hinter Stralsund. Ach du je.
bin mittlerweile schon auf dem Weg nach Torgelow. Ich bin also morgen in die Baustelle noch reingekommen. Erstmal das Verfahren um 7.30 Uhr. Ja, der Kran, der ich abladen soll, der kommt erst um 9 bis 10. Das ist nicht so ernst. Ja, doch, leider. Da habe ich gleich Nachrichten aufgemacht, habe erstmal gleich unsere Dispos erstmal die Nachricht geschickt. Bitte ganz dringend anrufen, gibt Probleme. Und ja. Oder 5 nach 8 oder 6 nach 8, da habe ich jetzt selber angerufen. Habe ich denen das gesagt, das Problem geschildert, so und so sieht es aus. Der Kran kommt erst zwischen 9 bis 10 Uhr. Und ihr wisst ja, ich brauche mindestens 2,5 Stunden, bis ich da nach Torgelow bin und so. Das wird ein bisschen eng, ne? Ja. Ja, da haben sie dann direkt da bei den Auftraggeber angerufen. Der Auftraggeber hat das dann an die da der eigentliche Auftraggeber ist, die das dann bestellt haben. Und ja, jetzt haben sie das dann so hingekriegt, dass sie dann. Du bist auf jeden Fall der Erste, der leer gemacht wird, weil da noch ein Zweiter war. Was ist mit dem hier nicht richtig? Wieso fährt mir nicht so langsam? Wo war ich jetzt stehen geblieben? Ich muss überlegen. Naja, dass ich der Erste bin, der abgeladen wird, weil ich eine zweitägigen Schwertransport vor mir habe. Ich ja ganz dringend dann weg muss. Das haben sie dann auch so hingekriegt. Und er war sogar noch dadurch, dass sie das ja dann die Chefabteilung hier da offen gekriegt hat von der Firma, war der LKW dann mit dem Kranaufbau auch bei Zeiten da. Da war dann auf einmal komischerweise 20 vor 9 war er da gewesen. Ist so komisch, dass er vorher erst die Aussage gemacht hat, dass er erst zwischen 9 und 10 da ist und dann auf einmal so plötzlich dann doch so schnell da war. Ich weiß nicht, was da für Aussagen geflogen sind da unter den Gesprächen, das weiß ich ja auch nicht. Ja, deshalb lang ging ja dann auch schnell, weil dann kurz nach 9 war ich dann auch endlich mal leer und bin schon auf dem Weg jetzt nach Torgelow, wie ich es ja eben schon gesagt habe. War ja auch noch eine Stunde hin. Jetzt haben wir schon um 12, also ich komme kurz vor 12 an, versuche so schnell wie möglich zu laden und dann in die Pause rein. Damit wir ja heute Abend um 22 Uhr pünktlich fahren können, weil wir ja die ganze Zeit Polizeibegleitung dabei haben. Ja, bin mal gespannt, wie das so klappt. Schilderdienst ist auch mit an Bord. Die dann vorwegfahren und Schilder ziehen und so weiter. Ja, gucken wir mal. Lass mich mal überraschen. Weil ich ein schönes Bild machen kann, ein schönes Foto. Auch noch für Instagram. Ja, ich zeige euch das natürlich auch, wenn ich das sehe. Da würde ich sagen, bis dann. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ja, gestern, also ich habe gestern nicht viel aufgenommen, gerade bei der Beladung und sowas. Aber dafür war ich live bei Twitch und da war auch die Beladung mit dabei. Und ich würde mal sagen, ich zeige euch da einfach mal so ein paar Ausschnitte dazu und ja, eventuell gehe ich dann heute Abend auch dann nochmal live und ich weiß noch nicht, mal gucken. Vielleicht nehme ich das noch ein bisschen auf, vielleicht nehme ich nur was für YouTube auf oder so. Ich habe keine Ahnung, ich weiß noch nicht. Ich habe mir da noch keine Gedanken dazu gemacht. Naja. Wir sind jetzt ungefähr eine Stunde vor Zeit und will ich sagen, ich bin ja ein bisschen müde. Das ist jetzt so, wir waren ja um 5 Uhr hier auf dem Parkplatz gewesen. 5 Uhr oder was? Ja, so 5 Uhr. Und dann haben wir uns noch kurz hingestellt, haben noch ein bisschen erzählt und so. Nachdem wir da abgesettet haben, ich kann mich da nicht an Autobahnen stellen. Wir stehen jetzt hier auf Köckern West auf der A9. Und bis Zeit ist jetzt ungefähr noch eine Stunde.
deswegen heute Abend muss ich anmelden. Dann kann ich gleich alle Polizei anrufen. Und auch da wegen hier Toröffnung und sowas anrufen. Damit das dann alles in die Pötten geht. Ja, da morgen früh die Pause reinkloppen noch, sag ich mal. Bis um 23 ungefähr, so werden wir dann da. Und ja. Und dann eventuell morgen vielleicht noch irgendwas laden oder so. Das weiß ich nicht. Mal gucken. Naja, ich setze mich jetzt hin, schneide ein bisschen das Video. Damit ich das Wochenende ein bisschen Ruhe habe. Jetzt vorne kommt eine Abfahrt, Prenzlau Ost. Sollen wir uns da versuchen reinzustellen? Du Scheiße. Fahren wir erstmal runter.
Hier kommt ein Notstreifen. Der könnte breit genug sein. Scheiße, bei mir ist das Ding runtergefallen. Bitte ein Stück nach rechts. Ich hab nicht Bock, wenn ich das U-Bahn normal darf, ich gleich nehmen dich.
links alle gut. Reicht dir noch? Riecht ja auch wie, ey, keine Ahnung. Oh, nee. Ja, ich sehe bestimmt noch ein bisschen zerstört aus. Ich muss mich dann frisch machen. Es ist jetzt Freitagmorgen. Ich muss dann natürlich, wir haben ja die Nacht immer noch angekommen. Ja, also die Polizei war ja knallhart gewesen. Die haben ja, ich habe erst gedacht, die verarschen uns. Die sind da knallhart durchgezogen auf einmal. Ja. Und dann stehen wir auf einmal vor einem LKW. Der guckt mich an, ich gucke ihn an, ne? Stehen ja so im Endeffekt genau gegenüber, ich komme ja mit 6 Meter Breite. Denkst du, der bewegt sich? Denkst du, ich kann aber, ich konnte auch nicht vorbeifahren, ne? Der guckt mich nur so an, ja, haben wir ein Problem, ne? Ich bin dann ausgestiegen und bin dann zu dem gegangen und dann fing der so an, ja, wir haben jetzt irgendwie ein Problem. Ich habe kein Problem, du hast ein Problem. Ich bin zu breit, die Polizei ist schon an dir vorbeigefahren. Du kannst jetzt erstmal rückwärts fahren. Weil ich gesagt, so wie ich das gesehen habe auf der Karte, kannst du mal 400 Meter oder 200 Meter oder was weiß ich, es war nicht weit gewesen, rückwärts fahren. Und da kommt dann eine breite Stelle, die ist ungefähr, also sage ich jetzt mal dreispurig, wenn da so eine Abbiegespur drin ist. Und da fährst du hin an die Seite. Und dann können wir aneinander vorbeifahren. Ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat. Das waren das war vielleicht 400 Meter gewesen. Er hat 10 Minuten gebraucht, rückwärts zu fahren. Weil die Polizei, die ist einfach weitergefahren, immer weitergefahren. Ich dachte, das ist nicht, die Polizei, da haben wir nichts mehr von gehört. Ja, wir stehen da die ganze Zeit und warten dann darauf, dass der da rückwärts fährt. Da war es endlich so weit gewesen, wir konnten vorbei. Ja, die Polizei war so schlau gewesen, hat dann schon mal aufgeräumt. Halt erstmal alles abstellen lassen. Ja, da konnten wir dann einfach frei durchsegeln. Die anderen waren noch ein paar etliche LKWs, die entweder haben so irgendwo in der Bushaltestelle gestanden oder Kreuzungsbereiche, die breit genug waren. Ja, wir konnten dann einfach frei durchsegeln. Dann ging das komischerweise. Ich denke mir mal, die Polizei hat gesagt, ja, da vorne, die kommen gleich und ich denke mir mal, das war auch das Problem von der Zeit zur Polizei. Ich weiß nicht, Zeit zur Polizei ist das ja gar nicht. Die sachsen-anhaltische Polizei. Da wird einfach nur ein Streifenwagen gefehlt haben. Weil das hätten wir ja, ich gehe mal von aus, zwei Streifenwagen hätten wir vorher bekommen müssen. Weil so sind wir auch rausgefahren mit zwei Streifenwagen. Dass sie einen abgeriegelt haben, die konnten uns ja nicht mehr nur her bewegen. Weil der LKW-Fahrer fing ja auch an, der da rückwärts fahren muss. Ja, kommst du da nicht drüben über den Pinguin und drüber weg? Ich so, nee, komm ich nicht. Da bleibe ich entweder mal mit der Schilderung oder wir reißen uns die ganzen Kabel ab. Und das war ja wirklich ein normal zweispuriger Bereich. Ja, denkst ja. Naja, ich denke mal, manche Leute haben auch nicht rückwärts fahren gelernt. Weil der hat versucht, einen Namen zu schreiben. Das sag ich mir nicht.
Oh Mann, hier, das ist scheiß Luft und Corona, ey. Bleh. Ich hab keinen Bock mehr. So, bringen wir mal was zu trinken fertig machen. Und dann geht's gleich nach Großsteinberg. Da soll ich ein Rohr laden. Ein Rohr. Wo ich die Abmaßung gesehen habe, ich dachte, ihr wollt mich verarschen. Oder beziehungsweise ich habe mich da gefragt, was für ein Rohr ist das denn? Ich sage euch mal die Abmaßung. 4,20 Meter lang, 2,16 Meter breit und 2,16 Meter hoch. Das ist ja nicht so schlimm. Das ist 17 Tonnen schwer. Ein einziges Rohr. Okay. Was ist das für ein Rohr? 17 Tonnen schwer. Und angeblich soll das ein Gestell sein. Ja gut, vielleicht wiegt das Gestell eine Tonne oder zwei Tonnen. Vielleicht eine fünfte. Ist aber trotzdem so ein Rohr noch, 4,20 Meter Länge. Beachtlich schwer. Ja. So ist das Ding. So ist das. Und wo ich dann geguckt habe, wo das sein soll, das sieht aus wie ein Wohngebiet. Naja, lassen wir uns mal überraschen. Das ist ja nur Freitag. Freitag ist Freitag. Geht ja nach Hause. So, ich mache mich jetzt fertig. Meine Pause ist auch gleich rum. Und dann. Achso, ja, wir haben ja auch die Nacht abgeladen, das habe ich gar nicht gesagt. Ja, ich erzähle immer nur Geschichten, ne? Naja, los, wir wollen heute ins Wochenende. Ja, altes gewohntes Bild, oder? Ich bin auf dem Platz bei uns. Zu Hause, sag ich jetzt mal. Hab noch unterwegs noch schnell getankt. Die Spritpreise 1,91 für einen Liter Diesel. Alter, die sind ja gestiegen. Das wollte ich euch noch mal kurz zeigen. Das ist so ein Betonrohr, ist das. So, was hat hier eingelaufen oder so? Ist das besser? Ja, das ist ein Betonrohr. Wiegt 17 Tonnen. Habe ich irgendwas verkehrt gemacht? Nein, habe ich nicht. Ne? Ich habe eigentlich schon zu viel drüber gemacht. Formfluss nach vorne, ja, das ist gegeben. 4 cm ist der Formfluss. 4 cm ist also ein Formfluss. Rutschmatten sind drunter. Ich hatte zwar hier auch erst Rutschmatten gehabt. Die waren dann auch so lose gewesen. Jetzt ist das mittlerweile, hat sich das Ding hier irgendwie hingerappelt. Und das war auf der anderen Seite war das auch so gewesen. Ja. Aber nur hinten. Und hier geht's komischerweise. Da habe ich ja mal eben so in die Auftragspapiere reingeguckt, wo das Ding hingeht, da habe ich ihn dann so getappt. Okay. Naja. Ist nicht mein Bier. Ich muss das nicht bezahlen. Naja, also ich muss das ja nach Bremerhaven bringen, wo es danach hingeht. Das ist aber eine andere Geschichte. Könnt ihr mal Rätselraten machen? Macht mal ein Kommi oder sowas rein. Wo das denn vielleicht hingeht? Was denkt ihr? So, und damit wünsche ich euch jetzt ein schönes Wochenende. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und ich weiß nicht, ob ich das dieses Wochenende überhaupt schaffe, eigentlich zu schneiden. Ich weiß es nicht. Naja, ich will nicht lange um den heißen Brei reden. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.